Wir schreiben das Jahr 1030 nach Bosbarans Fall. Mehr als 2 Jahre sind vergangen nach dem Fall von Khassasor. 2 Jahre sind vergangen nach dem Besuch von Xorlosh. Das Reich ist ruhig geworden, nachdem nun auch die Horasier ihre Thronfolge geklärt haben und der Bürgerkrieg beigelegt wurde. Doch es mangelt an Soldaten. Die Wildermark kann nicht nach der letzten Schlacht der drei Kaiser befriedet werden. Kriegsfürsten ziehen umher, pressen das Land und die Bevölkerung aus. Doch dies ist die Aufgabe von jungen Helden, die sich ihre Sporen erst noch verdienen müssen. Zulamin, Auserwählte von Raya, hat nach Fasa eingeladen. Mit einem Brief möchte sie nach 2 Jahren euer Interesse wecken und die neuen Fohlen zeigen, die sie aus den Pferden von Chlorana gezüchtet hat. Und so habt ihr euch aufgemacht. Den alten Reiserucksack ausgebessert, die Robe für die Straße aus dem Kleiderschrank gelegt und ihr seid aufgebrochen. Fasa, die Mutter aller Städte im Zentrum von Aventurien, südlich von Gareth und Punin, hinter dem großen Rastulswall gelegen. Die Reise von Gareth aus war beschwerlich, der Weg von der Hauptstadt Almadas aus in die Berge noch beschwerlicher. Doch auf der anderen Seite wurdet ihr immer und immer wieder von Ferkiner Kriegern angegriffen, die ihr jedoch schnell mit Zaubern vertreiben konntet, bevor wirklich Blut geflossen ist. Die herunterbrechenden Steine oder die Trommeln in der Nacht kündeten jedoch davon, dass ihr nie wirklich alleine wart. Nun steht ihr vor Fasa und blickt die letzten Hügel herab. Die Stadt ist ein gewaltiger Moloch aus Türmen, Brücken, Lehmhäusern, Zelten, Steinbauten und einer gewaltigen Sphinx im Süden der Stadt. Staub wirbelt dort auf und ihr könnt riesige Herden von Pferden erkennen, die dort unten von Nomaden gehalten werden. Das müssen die berüchtigten Novadis sein, von denen ihr bereits viel gehört habt, aber noch nie viel von ihnen mitbekam bisher. Vor euch liegt der uralte, staubige und blutige Gadang, die Lebensader der Stadt. 2 Brücken führen dort hinüber. Auf der einen Seite liegt ein dunkles, altes Tal mit ruinenhaften Häusern. Auf der anderen Seite sind zahlreiche Minarette, Türme und goldene Kuppeln. 40 Schritt hoch ragt der Hügel über die anderen Stadtteile und ihr könnt die überbauten Überreste von alten Häusern erkennen, die einfach als Fundament gedient haben. Vor euch könnt ihr die Pferde und die Esel der Ferkiner sehen, wie sie im Dreck scharren. Einige Metallhandwerker, einige Töpfer, einige Teppichknüpfer. Das Leben pulsiert und so beginnen wir. Glaube ich, habe was zwischen den Zähnen hängen. Ah, das ist wahrscheinlich Sand. Das ist einer von diesen Preios-Blumenkernen. Ich hätte mir bei diesem Händler da vorne doch nichts kaufen sollen. Ach was, die sind gut für euch. Ja, zugegeben, sie schmecken schon sehr gut. Gerade wenn sie gesalzen sind, aber... Interessante Architektur. Das sieht sehr wirr aus, denkt ihr nicht? Sie ist alt. Älter als Gareth. Ja, aber nicht so alt wie Xorlosh. Xorlosh ist aber viel ordentlicher. Ja, definitiv. Aber man kann die menschliche Architektur eben auch schwer mit der geordneten zwergischen Architektur vergleichen, die ja für die Ewigkeit gebaut ist. Ich denke eher daran liegt es. Wenn ihr einmal ein Haus baut, dann bleibt es auch stehen. Natürlich. Und das hier sieht aus. Auf dem Hinweg bin ich durch Gareth durchgekommen. Ich meine, Isarun, wohnt ihr noch da, oder? Natürlich. Also, das muss ich doch schon alleine wegen meiner Position. Ja, natürlich reisen wir auch in letzter Zeit viel mehr, aber trotzdem. Unsere Villa ist sehr schön. Warum seid ihr nicht reingekommen? Nun, ich war etwas spät dran. Ich kann froh sein, dass ich euch in der Nähe von Puli noch reingeholt habe. Jedenfalls, in den neueren Vierteln sieht es ähnlich aus wie hier. Hat man auch teilweise über noch halb stehende Häuser drüber gebaut. Zumindest. Und ihr wisst schon, weiter südwärts. Nicht auf dem Heldenhügel. Heldenberg. Ja, es ist natürlich auch eine Frage, ob so eine Stadt jemals geschliffen wurde oder durch einen Brand zerstört wurde. Danach kann man natürlich sehr viel wieder neu aufbauen. Angbar zum Beispiel wird ja im Moment wieder aufgebaut. Das wird auch sehr ordentlich. Natürlich. Ich
war auch das ein ums andere Mal dort gewesen, wenn ich nicht gerade im Horasreich war oder, naja, im Beistuhlswald. Aber es macht wirklich gute Fortschritte. Ich bin sehr zufrieden. Irgendwas ist komisch an der Stadt. Habt ihr eine Stadtmauer gesehen? Da hinten auf dem Hügel, da sieht aus wie eine Mauer. Ich meine eine um die Stadt herum. Nun, vielleicht ist das hier nicht üblich. Jetzt wissen wir, wie die Stadt so oft untergehen konnte. Nun, vielleicht sind die Hügel alle einzeln befestigt. Ihr wisst schon, so wie in Romulus, der Palastberg selbst auch noch einmal extra umschlossen ist. Das scheint mir aber nicht sehr gut befestigt zu sein. Ich würde das diesen Tulamiden nicht ins Gesicht sagen. Die sind auch so stolz und nehmen das bestimmt wieder gleich als Kränkung. Vielleicht ist auch der Grund, warum die Stadt überlebt hat. Sie muss nicht eingenommen werden. Sie gibt sich hin wie eine gute Kurtisane. Ach, habe mir eure Vergleiche. Als ob ich mit einem Söldner rede. Ich sagte Kurtisane, ich sagte nicht das andere Wort. Aber Isarun, ihr müsst das verstehen, ihr kommt aus dem Horasreich. Und während meinem Besuch dort habe ich auch sehr viele Kurtisanen gesehen. Ich kann also verstehen, dass Abe mir da so fixiert ist. Ja, wenn ihr das so erklärt, das macht natürlich Sinn. Lassen Sie ihn einreiten. Müssen wir hier links oder hier rechts? Es hieß über die Brücke, aber... Eine Zulhamid-Brücke oder so etwas? Vielleicht sollten deine Einheimischen fragen. Ja, das kann wohl nicht schaden. Hier sind ja genügend Leute auf der Straße unterwegs. Dann macht ihr das lieber euer Ptolemidias besser als meins. Gut, passieren wir denn zum Beispiel Händler oder Handwerker oder so etwas? Ja, also hier, es gibt wie gesagt keine richtige Stadtmauer. Die Häuser werden irgendwann einfach nur dichter und dichter, beziehungsweise die Zelte, die Bauten. Und ihr könnt euch dann verschiedene Leute heraussuchen. Unter anderem direkt vor euch eine Karawanserei von Ferkinas, die dann mit Eseln angeben, bunt geschmückt. Im Inneren könnt ihr wohl noch sowas wie ausgelassene Musik hören, auch wieder dieses Trommelspiel auf den Ziegenfällen, was ihr schon aus den Bergen kanntet. Ja, und es gibt wohl auch Schilder, die dann ja eine Passage durch die Berge versprechen, sind aber unglaublich gering. Ihr wisst nicht genau, ob das Halsabschneider sind, aber draußen steht dann auch ein Ferkiner, der seinen Schleier vors Gesicht gezogen hat, sodass ihr nur die Augen erkennen könnt. Der Schleier selbst ist blutrot, steht damit Oberkörper frei und ist ansonsten in so eine Ziegenfellhose gekleidet. Dann nickt euch dann zu. Das ist der Wächter vor der Karawanserei, richtig? Oder der Besitzer, du hast keine Ahnung. Na gut, ich lenke mal mein Pferd auf ihn zu. Nicke ihm freundlich zu und grüße ihn auf Tulamidia. Die Zwölfe zum Gruße. Könnt ihr mir wohl eine Auskunft erteilen? Ich nehme dann auch eine Münze, einen Silberling, und zeige sie ihm. Würfel mal auf Tulamidia. Ja. Sprache sollte ich auswählen. Assalamu alaikum, Anim Effendi. Zwölfe, er schüttelte mit dem Kopf. Rahayani, Atawat, nickte. Ja, natürlich, die liebliche Raya zum Gruße. Rahandra, er nickt. Berge? Berge groß, Berge gefährlich. Oh, ja, die waren wirklich sehr gefährlich, sehr beeindruckend. Jo, umgedreht. Was? Nein, wir haben nicht umgedreht. Ihr beste Karawane. Kommt, gucken. Guter Preis. Nein, danke. Kommt rein. Diese Münze. Er nimmt dich an der Schulter und zieht dich so ein bisschen rein in die Karawanserei. Ich bewege mich nicht. Tee, komm. Gut Tee. Nein, danke. Nur eine Auskunft. Die Zulamid-Brücke, bitte. Welche ist das? Zulamid, die schönste Frau von Welt. Erste Frau von Welt. Und ihre Brücke? Die würden wir gerne sehen. Brücke? Brücke gefährlich. Er deutet auf die von dir aus gesehen linke Brücke. Yol Ifritim, Dämonen, Echsen, Drachenberge. Was, Drachen?
Habe ich da Drachen gehört? Ja. Seht ihr, ihr könnt ja doch ein paar Brocken. Mit Drachen verstehe ich in jeder Sprache. Ich denke nicht, dass hier wirklich ein Drache haust, Baltax. Sie heißt der Zauberer. Er wirbelt so ein bisschen mit seinen Händen vor deinem Gesicht, Isarun. Dunkle Mysterien, Verlockungen, dreiste Diebe, Gassen sind eng. Bleibt hier, trinkt einen Tee. Ja, das klingt nicht sehr einladend, diese dunklen Mysterien, aber wir müssen zum Tempel der Raja gelangen. Seid ihr sicher? Ich habe einen Onkel. Er ist ein guter Porzellanbrenner. Ihr braucht neue Besteck. Neue Teller. Er macht beste Teller von Fasan. Aber ich habe einen Vorschlag. Er geht an dir vorbei und geht auf Yalan zu. Du brauchst ein Schwert? Ich habe besten Schwertmacher von Fasan. Nein, aber erzählt mir mehr von diesen Tellern. Ah, Alif al-Jin. Er ist der beste Porzellanbrenner. Er deutet auf zwei, drei Häuser weiter. Da wohnt mein Onkel. Komm mit. Ich schau irgendwie Isarun an. Er schnippt dich wieder an der Schulter, zieht dich so ein bisschen. Ja, wir haben einen guten Tee. Ich schau so über die Schulter, also Isarun. Findet heraus, wo wir lang müssen, ja? Ich habe Leonida versprochen, ich würde was mitbringen. Mhm. Es wird nicht lange dauern. Assalamu alaikum. Ah, Effendi. Shanshirib. Wo ist der schnellste Weg zum Raya-Tempel? Wir müssen die einige Weite sprechen, eine wichtige Weite. Einige Weite? Ihr müsst nach Yol Ifritim. Ihr seid dunkler Zauberer, Zaubermann, Geshalisik, Mantrabat. Das ist nicht wichtig. Wir müssen zum Raya-Tempel. Da wo Echsengötter? Effendi. Sagt uns, wo ist Raya-Tempel? Er hält seine Hand auf. Guck Isarun an. Ich gucke zurück. Ah, die Geste verstehe ich, aber mir bezahl den Mann. Hey, ich sehe schon. Ich wurde einen Silbertaler rauskramen aus meinem Brustbeutel und ihm zuschnipsen. Ja. Er fängt ihn auf, steckt ihn sich in seine Lederhose, die Ziegenfell-Lederhose, nimmt dich in den Arm und nimmt dich dann in Richtung der linken Brücke, beziehungsweise der, die im Westen der Stadt rüberführt. Ja, währenddessen zeigt er noch auf verschiedene kleine Türme, auf die Arbutschia, die verschiedenen großen Türme der Erhabenen und erzählt dir dann von den mächtigen Männern der Stadt. Und ja, unter anderem hat er wohl auch noch einige Cousins, die unglaublich gute Schreiber sind, die gute Gelehrte sind. Er würde dir ganz gerne auch einen guten Preis für neue Federn machen, mit denen du herausragend gut schreiben kannst. Sie sind super angespitzt. Oder wenn du Söldner brauchst, er hat einen Cousin, der auch Söldnerführer ist. Wenn du irgendwann mal einen eigenen thulamitischen Turm brauchst, er hat auch einen Architekt bei sich in der Familie. Ich trage meine schwarze Robe, wie es mir angeraten wurde von Sulamin, über meinem Lederrüstung. Und würde bei seiner Führung auf der achten alle Teile, die man eventuell stehlen kann, von bei mir zu behalten. Ja, würfel mal auf Sinnschärfeprobe. Oh Mann. Ja, derweil, während Yalan in einem der Gebäude verschwindet und ich weiß nicht, ob Isarun stehen geblieben ist, würde er dich auf alle Fälle zum westlichen Ufer der Birj al-Mudrim führen. Vorbei an irgendwelchen Metallhandwerkern. Und irgendwelche Töpfe, die da verkauft werden, kannst du auch sehen, wie dann, das sind alles kleine Lehmbauten, nicht sehr hoch, aber je weiter du an die Stadt herankommst, kannst du sehen, wie verwinkelt die Gassen dann wirklich sind, auch wenn der Gadang hier noch fließt. Jetzt im Vorsommer ist er nicht ganz so hoch, wie er sein könnte, aber du siehst eben, wie da verschiedene Leute stehen, irgendwelche Felle auswaschen, irgendwelche Tiere, die da drin trinken. Du kannst sehen, wie sie sich da drin erleichtern. 10 Meter weiter waschen sie sich mit dem Wasser und es ist unglaublich verdreckt. Oh, ist das ekelhaft. Und es stinkt. Hatten wir jetzt mit der Silbermünze uns einen Führer besorgt oder führt er uns nur zu der Brücke? Du weißt nicht, also er geht erstmal weiter mit dir und dann würde er auch tatsächlich auch mit dir über die Brücke gehen. Ah, wunderbar. Es soll nicht dein Schaden sein, Effendi, wenn du uns führst.
Ah, du, Effendi, Shanshedib. Mantrabat, gefährlich, du musst aufpassen. Du trägst falsche Farbe. Du willst andere Stoff? Ich trage immer die richtige Farbe. Ich bin Zauberer. Bist du geladen von den Al-Burja? Ich bin auf der Durchreise nach Fasar. Wir sind in Fasar, Effendi. Du stehst mitten in der Stadt, er geht gerade mit dir über die Brücke. Zu wem gehörst du? Zu Omar oder Kasim? Zu Kerime? Zu Zordan? Zu Alrik? Zu Nareb? Ich gehöre zu altehrwürdigen Al-Hami. Ah, Al-Hami. Er nickt. Du großer Dämonenbeschwörer, Effendi? Nein. Nein. Sag einmal, kennt ihr eine Sulamin al-Shabra? Sie soll hier relativ bekannt sein. Sulamin, schönste Frau. Seht ihr? Und Sulamin, erste Frau. Und Sulamin al-Shabra, die erste Frau? Von wem? Sulamin, erste Frau von Welt. Sulamin und Sulamit. Er klopft so ein bisschen auf die Brücke, über die er gerade geht. Sulamin al-Shabra, die Geweihte, Raya-Geweihte. Ah, Raya. Er macht so eine Andeutung, so Bumsen in die Luft. Pferde und Wein. Gewiss. Und Rausch. Ja, während du über die Brücke gehst, kommt dir ein ganz merkwürdiger Geruch in die Nase. Und es ist so eine Mischung aus Drogenrausch und ja, Wildheit. Es riecht einfach nach nassem Fell, würdest du sagen. Ich schaue mich mal dann an, ob die mir folgen, hoffentlich. Ich bin eigentlich draußen geblieben mit Boltax und Yalan, weil die beide kein Tulamidia sprechen. Ich kann Tulamidia. Echt? Ja, Abelmir ist dann schon mal vorgelaufen. Ich bin bei Isa. Hat das gar nicht mitbekommen, dass seine anderen stehen geblieben sind und sich nicht ganz sicher sind, was das soll. Vor allem, weil auch Yalan ja Hilfe braucht. Was heißt Hilfe? Yalan verhandelt gerade schlecht, aber trotzdem. Ja, vor dir steht ein heißer Tee. Und es geht auch gar nicht erstmal darum, dass du Porzellan kaufst, sondern sie wollen erstmal mit dir einen Tee trinken und nennen dir natürlich unverschämt hohe Preise für das Porzellan. Die Teller sind gut, die Motive sind vielleicht ein bisschen merkwürdig, also alles sehr, sehr einfarbig gehalten, möchtest du meinen, viele Eselmotive, Riesenmotive, wie irgendjemand andere Dinge erschlägt. Das ist noch nicht das richtige bei, aber gut, so ein Pferdeteller vielleicht. Müsste man natürlich alles in der gleichen Farbe kaufen. Vielleicht das Orange hier und dann, ja, so einen ganzen Satz, ne? Ja, also Yalan wird sich auf jeden Fall bequatschen lassen. Er ist, glaube ich, nicht sehr gut in dieser ptolemäischen Art des Falschens. Und wird dann so vermutlich in etwa doppelt so viel bezahlen, wie ein Einheimischer, wie diese Teller nehmen will, bezahlen würde. Ja. Und kommt dann mit einer leicht scheppernden Kiste, oder Kistchen wieder zu den anderen zurück. Die Kiste haben sie noch draufgelegt. Haben gesagt, Effendi, ist guter Preis. Weil du mein Freund bist hier, ich lege Kiste oben drauf. Ja, der Tee, der dir gereicht wurde, war sehr schwarz und unglaublich stark gezuckert. Du bist dir nicht ganz sicher, ob er gut geschmeckt hat. Du musst vielleicht nochmal einen Tag drüber schlafen, ob der gut war oder nicht, aber er war sehr zuckrig. Ah, da seid ihr beiden ja noch. Ihr scheint erfolgreich gewesen zu sein. Was habt ihr denn? Lass doch einmal einen Blick darauf werfen. Das scheppert dabei fürchterlich. Da solltet ihr mal was dazwischenlegen. Ah, ja, gut, tatsächlich. Gute Teller. Ihr auch? Familienpreis. Preis von Familie. Ich möchte keine Familie, aber von diesen Federn, davon hätte ich gern eine. Federn? Ah, sie. Ja, er geht dann mit dir zwei Zelte weiter und kann dann mit dir ein paar Geierfedern oder sowas, kann er dir dann mitgeben, die dann angespitzt sind, sondern so einer kleinen Holzschatulle und natürlich auch unverhältnismäßig viel Preis. Kannst du natürlich handeln, wenn du möchtest. Oder feilschen. Bekommst aber natürlich den Familienpreis. Boah. Immerhin kennst du den Besitzer der Karawanserei. Ach so, ja, keine Ahnung. Ich probiere das einfach mal. Ich bin darin sehr ungelenk, aber ich versuche mich mal den Gepflogenheiten anzupassen. Ich glaube nicht, dass ich da irgendwie was großartig reißen kann, aber man muss ja höflich bleiben.
Ja, wäre jetzt natürlich unverschämt, wenn du einen Zehntel des Preises ansetzt. Wenn er dann ja, zehnmal so viel hat und er hat auch viele Kinder, er hat eine große Familie, er muss die alle ernähren. Es wäre echt unverschämt, wenn er sich jetzt wegen deinem Preis, jetzt, den du jetzt runterdrücken möchtest, dann, wenn er seine Familie nicht mehr ernähren könnte. Ja, ich denke, es wird dann darauf hinauslaufen, Isarun wird dann mehr von den Federn kaufen und dann ist das vielleicht in Ordnung, wenn dann der Preis nicht ganz so stark mit jeder Feder steigt. Ja, selbstverständlich, mehr ist immer gut und ja, wenn du dann gerade rauskommst, Boltax wird gerade Parfüm angedreht, kommt da wohl gerade, das ist wohl kein Ferkiner, sondern ein normaler Tudamide kommt auf dich zu und erzählt dir dann, dass die Federn, die da verkauft werden und ganz generell, dass es einfach schlechte Leute sind. Ferkinas darf man nicht vertrauen, die greifen dir mit zwei Händen in der Tasche, wenn sie dir dann irgendwie was abkaufen, aber er hat die besten Parfümsachen, die es hier irgendwo in Fasar gibt. Ja, und Boltax steht da und versteht kein Wort. Ja, also Orangenparfüm. Das beste Orangenparfüm der Stadt. Keine Anstalten, irgendwas zu sagen, sondern hört dem Verkäufer wirklich geduldig zu, mit der Geduld eines Zwerges. Sagt halt kein Wort. Ja, er stellt sich irgendwann daneben und betrachtet Boltax. Sagt dann irgendwann auf Gerätig. Wollt ihr ihm sagen, dass ihr ihn nicht versteht? Wäre das nicht sehr unhöflich? Stimmt. Ja. Währenddessen im Süden der Stadt. Rafim, du bist viele, viele Tage gereist. Von Al-Anfa aus in Richtung Norden hast dein Schiff genommen und hast dir dann deinen Weg durch die Steppe auf dem, ja, von Kunchum aus bist du über den Fluss gefahren, am Gadang vorbei und dann vorher wohl ausgestiegen, bist dann im Süden der Stadt angekommen und ist das schon die Stadt? Ist das zumindest ein großes Zeltmeer? Du kannst hier unglaublich ekelhafte Novadis erkennen, wie sie hier mit ihrer Selbstgefälligkeit in ihren Zelten sitzen oder davor auf ihren Sitzsäcken, den Sandsäcken, vor sich ausgebreitet in der Mittagshitze. Irgendwelche Wasserpfeifen, ein ekelhafter Gestank, der herüberweht. Du kannst viele Pferde erkennen, die hier grasen im restlichen Gras, was es dann noch irgendwie gibt. Und die riesige Sphinx, die sich vor dir aufgebaut hat. Wenn der ein oder andere Novadi mal zu dir rüberblickt, kannst du wohl auch sehen, wie er unter seinen Schleier greift, sein bärtiges Gesicht dir zeigt, eine grimmige Miene und sie dann in deine Richtung ausspucken. Sie dann wieder den Schleier vors Gesicht ziehen und sich kopfschüttelnd wegdrehen. Ja, Rafim würde jetzt wieder in voller ananfanischer Pracht rumlaufen. Stolz das Zeichen der Basaltfaust auf der Brust und natürlich den roten Mantel des Panthers tragend. Würde er einfach auf Mira an diesen Menschen vorbeireiten. Alles pack. Würde mich gar nicht mit denen abgeben und so lange weiterreiten, bis ich jemanden finde, der kein Novadi ist. Ja, das Viertel der Yol Rashula, der Zeltstätte der Novadis, ist unglaublich riesig. Du kannst den Anfang und das Ende gar nicht wirklich mitbekommen, aber du siehst dann irgendwo auf der linken Seite von dir einen etwas größeren Hügel, der dann stark abgegrenzt ist. Es ist keine Stadtmauer, aber es ist eben wirklich irgendwie abgegrenzt mit kleinen Türmchen, mit Brücken, die darüber führen und einem großen Minarett. Du kannst wohl das Zeichen des Praios darauf erkennen, wie da wohl ein Praios-Geweihter auf dem Minarett steht und zu seinen Freunden ruft, irgendwelche. Ja, ist das Bosparano, du hast es sowieso nicht verstanden. Irgendeine Sprache, die wohl heilig ist und dann runterruft, predigt. Bist du dann irgendwann nicht mehr novadischen Leuten unter begegnest, die dann stark verschleiert sind, sondern eher Tudamiden? Oh, wunderbar, endlich wieder. Ja, ich würde mir den erstbesten Tudamiden-Jungen, den ich sehe, zum Herrufen. Hey, du! Herkommen. Ja, komm her. Kleiner Junge, der sich nicht ganz an Mira rantraut, wenn sie dann so riesig wie ein Pferd gewachsen ist und du dann eben auf dem großen, prächtigen Tier sitzt, der weiß nicht, was das genau ist, ist sehr verunsichert. Ja, also, ich ersuche zwei Dinge. Einmal den Raya-Tempel, wenn ich sagen kannst, wo der ist, der Kor-Tempel. Kor, Raya, beieinander. Ja, wo? Du Erhabener?
Ich Rafim. Er versucht zu nicken. Raja Ushtama? Die rote Schwester? Renne Leidenschaft. Kommt, ich weiß. Oh, ich will jetzt nicht hier stundenlang durch diese Stadt laufen. Ich will erstmal zum Raya-Tempel. Man muss sich ja auch mal entspannen. Ja, er hält immer noch so ein bisschen Abstand zu Mira. Schwester, Geliebte der Nacht, Mutter der Morgenröte. Das sagt mir alles nix. Tausend Götterkinder. Die lachende Trinkerin des Blutes der Fakire. Kommt. Ja, ich reite erstmal dem Jungen hinterher. Ganz entspannt. Streichelt er bei Mira über den Kopf. Ja, das machst du ganz brav. Hast du keinen Novadi gebissen? Ja, hast du brav gemacht. Du kannst mal eine Sinnenschärfeprobe würfeln. Und sie ist erschwert um 7. Höre. Ja. Warte. Nein, nicht gelungen. Viel zu spät kannst du wohl erkennen, wie durch die viel zu engen Gassen, mittlerweile hat sich das Zelt mir aufgelöst und du läufst durch Gassen, die Häuser werden immer höher und höher, du kannst die Sonne kaum mehr sehen, auch wenn sie noch hoch am Himmel steht. Du weißt gar nicht, wie die Gebäude irgendwie halten und plötzlich kannst du viel zu spät erkennen, dass Pferde auf dich zupreschen. 5 novadische Reiter, tief verschleiert, die mit ihren Pferden hier durch die Gassen preschen und direkt auf dich zukommen. Reitprobe. Ja, das kriegen wir hin. Ich nehme an, Spezialisierung Bären zählt. Ja, Bärenspezialisierung zählt, wenn du sie gekauft hast. Natürlich habe ich sie gekauft. Ja, Du kannst es gerade noch so schaffen, deinen Eisbären in die nächste Gasse reinzulenken. Der Junge hat es wohl aber nicht selber mitbekommen. Und während du siehst, wie die Novadis nicht auf dich zupreschen, sondern sie sich hier nur ein Rennen in der Stadt liefern, kannst du sehen, wie der Junge unter den Hufen der Pferde verschwindet und zermalmt wird. Die Reiter reiten einfach weiter. Novadis, alles pack. Ja, ich würde mal mit Mira jetzt zu dem Jungen hinreiten und sieht er noch lebendig aus? Er zuckt noch ein bisschen. Au. Du hättest aus dem Weg gehen müssen.